Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme LS17. Mit dabei wieder Victorhof Games. Daus! Und The Twix. Moinsens. Und wir haben ja in der letzten Folge einen richtig schönen Einkauf getätigt. Und den wollen wir uns einfach mal abladen. Ich würde sagen, ich mache einfach mal die Spanngurte ab. Wie geht das? R drücken müsstest du eigentlich. So. So. So und so. Gucken, ob ich da drunter komme. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ein bisschen noch kippen nach unten. Weiter? Ja, so genau. Aber du bist noch nicht drinne. Ey, du bist nicht drin, Alter. Das ist aber jetzt uncool. Lass uns eigentlich alle Löcher. Bisschen noch. Ja. Nee, ein bisschen hoch wieder. Ja, genau so. Nice. So, wie läuft das jetzt hier mit dem Dünger ab? Du brauchst einfach nur mit der Sämaschine ranfahren oder. Ja, du brauchst einfach nur R drücken jetzt. Ist der voll? Hanni, ist der voll? Guck mal rechts unten. Denn den Dünger, den du brauchst, der steht hier. Hier, da wo ich draufstehe. Achso, bei mir sind 700 drin, also 100% meiner ist voll. Naja, ja. Dann geht's ja auch nicht. Ja. Also, okay, pass auf, dann wäre schon mal oben anfangen, das Feld zu düngen. Mhm. Nee, jetzt ist. Okay, ich bringe dann den Mähdrescher in Position nach. Und ja. Wie gesagt, warte mal, wie muss ich das jetzt machen? Ich muss den Düngerstreuer senken, gell, wieder? Unbedingt, das? Kannst du einfach B drücken. Halten reicht auch vollkommen. Also ich muss den nicht unbedingt senken. Oh, beim Mähdrescher sieht die Rundumleuchte übelst nice aus. Okay, und dann Düngerstreuer anschalten auf B, hast du ja gesagt. Ja, und dann fährst du einfach drüber, dann siehst du schon, was dunkel ist, hast du schon gestreut, und was hell ist, musst du noch streuen. Okay. Wenn man das in. So, wir gucken einfach mal, was der Twix macht. Der lädt schon richtig nice ab. Oh, du kannst. Ja, sehr nice. Also danach sieht man das ja echt ein bisschen. Ja. Also musst schon mit Scheinwerfern arbeiten und so. Ja, mach ich ja, aber das sieht man echt schwer. Aber sag mal, der Dünger hat ja einen großen Streuradius, das ist schon mal sehr gut. Ja. Da, ich hab Bierflaschen gehört. Wo? Naja. Aber. Das jetzt. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Boah, sehr nice. Ich will nicht so abgehen, wie ich will. Ja, du musst ein bisschen hoch mit. Ja, das war zu viel. Ich glaube mal, mit den Tasten ist es bald einfacher wie mit der Maus. Warte mal, halt das drücken. Also ich muss ja sagen, ich habe es damals auch mit Controller gespielt. Da war es auch noch einfacher. Warte mal, also. Ja. Oh, nein. Ja, gut, das ist halt recht praktisch. Aber du drehst durch, du musst erst hoch, ja. War schon zu weit unten? Ja. War das schon recht weit unten? Gut, jetzt die Palette, ne? Mal, da wollte ich so. Ja. Einfach mal testen. Ich komme nicht weit genug ran. Nee, geh mal weiter zurück. Weiter zurück. Jetzt machst du mal ein bisschen nach unten. Weiter. So, und jetzt ritt nach unten. Weiter. Und jetzt vorwärts. Willst du runterschieben, oder was? Ja. Hätte ich gedacht, oder? Hä? Warum? Also Spanngurt ist nicht getroffen. Aber die anderen noch ab, der da unten liegt vielleicht. Sieh den da? Den hatte ich vorhin aber schon mal weggemacht. Warum war der jetzt wieder da? Nee, da hängt fest auf den Hänger. Nee, jetzt. Yeah, der steht! Yeah! Hier sauft doch. Ja! Nicht heimlich, sondern unheimlich viel! Yeah! Ich merk schon! Guck mal, ich kann jetzt sogar, könnte ich noch einen Spanngurt rummachen vom Hänger aus hier, ne? Ja. Übelst krass. Ja, dann auch wieder. Du musst tiefer. Ja, das Ja.
Wenn du denn kein Gewicht dran hast, du kannst da richtig schön drauf feuern. Riech nach der Tief hier. Boah, hier ist ein Laubbläser, Junge. Was ist da? Ein Wagenheber. Ist das ein Radio oder? Ne, ist ein Radio. Das ist keine Mikrowelle, das ist ein Radio. Boah, schöne Öllampe. Oh, jetzt hat es gerade nachgesetzt. Jetzt ist das Feld schon wieder ein bisschen gewachsen. Doch, doch, das ist so Plutonium-Dinger. So, noch eine Palette, da haben wir es auch schon. Sehr nice. Oh, der Raps blüht! Der Raps blüht! Jetzt müssen wir mal warten, bis er braun wird. Aber sieht sehr nice aus. Sieht ein bisschen aus wie Mais. Was für ein Mais an? Oh, Scheiße, schon wieder Bier alle. Junge. Was denn, schleppt noch immer? Hier schauen Minderjährige zu. Ich sehe nichts. Augen zu. Du denkst, ich sauf hier den ganzen Tag Saft oder was? Bist du verrückt? Warte mal. Ich fahr mal den Anhänger weg. Fahren wir nach vorne. Jetzt. Ja. Hat's fast, oder? Liegt da rein? Nee, ja. Nee. Warte. Ich fahr weg, warte. Jetzt. Wo stellen wir den Anhänger hin? Das ist schon ein ganz schönes Ding, ne? Ach, guck mal, wir haben hier so eine große Grünfläche. Also Sven, für das Feld hier oben kannst du ungefähr rechnen, Kapazität 50% von Dünger. Ja, warte mal, das Blaue ist ja der Dünger, ne? Das Blaue ist der Dünger, ja. Bringen wir jetzt einfach nur noch die Palette Dünger hin. Aber die wird nicht leer, also die musst du dann wieder runterbringen. Schade. Aber der Traktor hier, der hört sich schon wieder ganz anders an wie der andere. Das finde ich auch übelst nice. Der, auch im Leerlauf hört er sich komplett anders an. Das ist so genial. So, ich bin mit dem Feld fertig. Die anderen waren schon gedüngt, gell? Das eine hier oben noch nicht. Das gelbe oder das andere oben? Das oben hier, wo ich mit dem Traktor stehe. Warte, ich komm nuf. Dann mache ich das auch noch. Also dann lass mal deine Maschine nochmal voll machen hinten. Nee, müsste reichen, 51. Obwohl, nee, warte mal. 50, ja, das kommt. Wollen wir das jetzt hier voll machen schon? Ja, kannst du. Kannst du? Jo! Warte, Dünger. Warte mal. Ich stand gerade. Machst du schon voll? Ich hab das gerade hochgehoben, das ist einfach unten rausgeflossen. Ach krass, ist das echt mega. Geil. Ja, warte mal, mach mal kurz, fahr mal zwei Bahnen oder so, da können wir das noch kurz mal zeigen. Ja. Da unten dieses Ding, das ist ja echt geil los. Boah, ist das geil, ey, einfach nur vor allen Dingen, ich spritze einfach nur das Zeug auf das Feld, warte, wisst ihr, trotzdem macht das voll laut, ich will's auch nicht. Also Düng, also. Ja, wir wissen, was du meinst. Ja, ist klar. Ich glaub's dir auch. Ich guck mal rüber zum Raps. Oh, mach das, ich überlege mal kurz. Sag Bescheid, wenn er wieder da ist. Ich will das auch sehen. Ja, ich bin wieder da. Ah, ich dreh um. Warte, ich dreh um. Ah. Alter, ein geiler Wendekreis, Junge. Fall wie ein eingestorbener Feuer, der da unten rum. Wisst ihr, was ich mir noch holen wollte eigentlich damals bei LS15? Ein Lenkrad. Ja, ich wollte mir das Lenkrad holen. Es war sogar. Ich wäre ein neues gekommen für 150 Euro billiger, original verpackt. So, ich komm. Mit Pedalen und so? Guck es hin. Warte. Boah, nice. Einmal abgespritzt. Ja, ist schon voll. Gott sei Dank, weil ich hier bin. Hammer. Boah, daneben sah das aus, aber das ist cool. Das finde ich sehr nice, ja. Da kann ja. Einer dann immer rumfahren auf dem Nebenfeld, kann das auf der Gabel haben. Was weiß ich, Gruppern oder irgendwas, und der andere fährt einfach nur hin, zack, voll. Ja, das stimmt.
Wenn wir da wirklich mehrere Traktoren haben. Gut, ich meine, jetzt den Traktor könnten wir eigentlich auch behalten, jetzt wegen der Gabel und alles. Ja, der muss sowieso da bleiben. Ja, der wird auch reicher, den brauche ich mir doch nicht verkaufen später. Ja, dann stellen wir hier hin wieder. Wo steht denn eigentlich unser Abtransporthänger? Also. Meinst du wegen Stroh und so? Nee, Ernte. Den ich immer hatte vor. Ja. Den habe ich unten neben meinen Dingsbums mit reingestellt. Unten unter das Blechdach. Wo der andere für Ach, Gras und Heu und sowas mit hier steht. Hinten, ja. Jo, den werde ich jetzt mal anhängen. Ja, vielleicht auch zu überlegen, davon noch einen zweiten zu holen. Ja. Den gleichen holen oder? Größeren würde ich das sagen, oder? Ja, kommt drauf an. Lass mal kurz gucken, ob Sonderangebote. Es gibt keine Sonderangebote. Geizige Hunde, ey. Ich vergesse immer dieses Anlegen hier. Oh Mann! Oh, die Lichteffekte sind so mega nice. Das ist so gelungen alles. Oh. Ich sitze mal davor wie auf dem Scheißhaus, ey, ohne Mist. So, super. Hört ihr Kinder zu? Also wir hätten jetzt den, der dritte Hänger von der Größe her kostet 19.000. Ja, nee, wir müssen erstmal. Lass uns jetzt erstmal die Felder abernten hier. Würde ich sagen, oder? Ja. Dann gibt's in der zweite, also der zweitgrößte kostet 6.000, glaube ich, war das gerade, nur 9.000. Wir können natürlich einen Hänger erstmal. Nee, wir belassen es bei dem Hänger. In der Zeit, wo der eine drischt, kann der andere wegfahren. Ja. Und der andere macht sofort mit dem Grupper wieder hinterher. Bin ich wirklich Beste mit. Ja. Im Brunnen können wir Wasserfässer auffüllen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, wird später noch wichtig. Freue mich übel, wenn wir den Tiere haben und alles richtig flott geht so. Also wir werden auf jeden Fall keine ruhige Minute mehr haben. Nee. Das stimmt. Oh, ich finde, der Traktor im Standlauf, der klingt so nice, der blaue. New Holland. Mach doch mal den Vorlauf schneller. Hm? Dass der Raps fertig ist. Und dann, wenn der Raps fertig ist, sofort wieder runter auf 5 oder so. Okay, dann belasse ich es bei 60, ne? Ne, machen wir 120. Ja, gut. Ich sag dir, wenn der Raps fertig ist, dann gehst du sofort auf am besten 0 runter. Ah, Echtzeit also. Ja. Das hänge ich hier den Grupper an. Schon ganz schön großes Feld hier oben, weil du es wirst. Ja, auf der 14, ja, ist schon groß. Aber ja, ich denke mal, die 12 und die 14, die werden sich nicht viel nehmen. So, wir warten jetzt kurz darauf, dass unser Raps fertig wird. Es wird auch wieder Tag. Yay! Endlich können wir das Licht ausschalten. Scheiß Licht ausmachen. Das ja. Sind wir schon die ganze Zeit auf dem Zünder, weil du siehst das auch so schlecht hier. Boah! Wie geht's denn? Ich glaube, dass ich schon so gerade gerubbelt bin, ja. Vergessen habe. Na, was ist denn los mit dem Raps hier? Oder mal fertig oder was? Eigentlich können wir jetzt Folgenende machen. Oh. Los? Ja.
Dann stellen wir die Zeit bitte auf 0. Also warte mal, ich muss noch mein Feld, ich muss noch eine Bahn machen. Ja, ja, stell auf 0 und Hanni macht seine Bahn fertig. Und in der nächsten Aufnahme werden wir auf jeden Fall das Rapsfeld hier abamten. So. Ja, aussieht. Sehr nice. Hanni, sag's Bescheid, wenn du soweit bist. Ja. Wollen wir vielleicht auch dann nach dem Raps, nach der Ernte vielleicht mal gucken wegen Tieren so? Noch nicht. Unsere Kohle ist noch nicht soweit. Na gut. Also, nee, also wir gucken, was rumkommt und dann. Ja. Vielleicht ein paar Kühe oder so, vielleicht. Kleine Schafe haben wir, gibt alles jetzt, ne? Ja. Wegen. Oder Schweine, Schweine. Aber da brauchen Schweine? Wir wieder den Anhänger machen. Zum Abtransportieren. Also die holen und wirklich zum Stall schaffen? Oder ja. Sind die automatisch da? Na na, ich glaube, die müssen wir abholen und die werden bei uns nachher gemästet und die müssen wir dann zum Schlachter ins Schlachthaus schaffen. Ja, ja, das ist richtig. Es gibt ja auch bei diesen Pflanzen und so, wo wir jetzt abgeholt haben, da gab es auch was für Schweine. Ja, Schweinefutter war das, ja. Ja. Ja, das brauchen wir dann auch. Aber dazu haben wir ja eigentlich alles jetzt. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht holen wir uns dann in der nächsten Folge 2 Schweine. Ja. 3? Für jeden dann 1? Ihr könnt dann auch Namen geben. Schreibt es in die Kommentare. Nein. Wir machen ja Vorlauf. Das mit den Namen wird leider nichts. Schade. So, okay. Sven, du kannst, wenn du ja. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen auf meinem Kanal und ich hoffe, ihr schaut auch auf jeden Fall mal bei den zwei anderen vorbei, Victim of Games und Ditwix. Alles unten verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über Kommis würde ich mich natürlich auch übelst freuen, wir uns alle. Und über Abos sowieso. Mensch, komm hier. Ich brauche doch gar nicht mehr zu erzählen. Hört auf. Lasst euch gut gehen. Eure Ostblock-Bande, bis demnächst. Ciao. Peace.